In diesem Jahr wollte ich den Hexensabbat in der Walpurgisnacht auf dem Brocken im Harz erleben. Am Fuße des Brockens traf ich den Besenbinder. Ich kannte ihn aus der Nachbarschaft. Er verkaufte hier nicht nur seine Besen, er überbrückte auch die Zeit, in der er auf Kunden warten musste, mit dem Binden neuer Besen. Das wiederum lockte Neugierige an und förderte den Verkauf. Ich fragte ihn, wie geht's Geschäft? Gut, sagte er, sehr gut. Wer kauft denn die Besen? Hauptsächlich Frauen, sagte er. Warum? Fragte ich. Die sind doch für die Reinlichkeit zuständig, antwortete er. Aber es kaufen auch Männer. Ja, für ihre Frauen, sagte er und fügte hinzu, manche Frauen spielen damit wie mit einem Steckenpferd. Da hab ich gedacht, dann könnte ich ja auch Steckenpferde verkaufen. Aber die will keiner haben. Tat er nur so? Oder wusste er nicht, wen er mit seinen Besen belieferte? Jedenfalls soll er in seinem Heimatdorf im Wirtshaus gesessen haben, während ich die Walpurgisnacht auf dem Brocken verbrachte, in eine Decke gehüllt, versteckt zwischen Felsbrocken. Wahrnehmung richtig. War das der Besenbinder, der tags zuvor noch seine Besen am Fuße des Brockens verkaufte? Trotz Müdigkeit legte ich am frühen Morgen die Strecke vom Brocken bis ins niedersächsische Kutenholz in nur 3 Stunden zurück. Ich traf den Besenbinder an, als er gerade seinen Verkaufsstand für Spargel aufbaute. Wie jedes Jahr um diese Zeit. Aus Verlegenheit kaufte ich 1 Kilo Spargel. Sein Herz war eine Dunkelkammer. Seinen Freunden erschien er als heiterer Mensch. Seine Farbe war grau. Kein Wunder, dass seine Bilder bei denen, die ihn kannten, Befremden auslösten. Ihm war bewusst, dass er sich seine Ausgeglichenheit dadurch erkaufte, dass er seine Melancholie und düsteren Anwandlungen in seine Bilder verbannte, die er selbst in seiner Dunkelkammer vergrößerte und bearbeitete, oft mit geringen Nachbelichtungen auf das schon im Entwicklungsprozess befindliche Foto. Auf seiner letzten Reise durch Schweden hatte der Fotograf die ihm lieb gewordenen Häuser mit ihren weißen Fensterrahmen, Hausecken und Giebelkanten ausgiebig fotografiert. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl, diese Bilder nicht durch nachträgliche Manipulationen bearbeiten zu müssen. Eines Nachts hatte er einen sehr bedrückenden Traum. Hatten seine düsteren Anwandlungen ihn eingeholt? Oder bedeutete der Traum eine Katastrophe, die nicht ihn betraf, sondern prophetisch auf eine schwere Krise für die schwedische Identität verwies?
Bezeichnend ist, dass seine Traumbilder nur Bilder sind, die er selbst in seiner Dunkelkammer hätte erzeugen können. Ein Koch in einem Restaurant einer Gastronomiekette, die durch ihre Hähnchenbratereien bekannt geworden ist, hatte die Nase voll von dem ewigen Wünschespiel mit den auseinandergebrochenen Hühnerbrustbeinen. Nicht nur, dass er täglich beobachten musste, wie Gäste seines Lokals hingebungsvoll Hühnerbrustbeine auseinanderbrachen, wobei derjenige sich etwas wünschen durfte, an dessen Ende das zentrale Mittelstück verblieben war, er bekam auch immer wieder Anfragen und Aufträge, diese Hühnerbrustbeine teils in großen Mengen für Partyveranstaltungen zu sammeln. Er war ein Freund abenteuerlicher Jagdliteratur. Diese Entdeckung der Assoziation von Geflügelbrustbeinen mit Geweihen oder Gehörnen ließ ihm keine Ruhe. Fortan lehnte er alle Sammelaufträge für Hühnerbrustbeine ab, entfernte diese auch mit einem geschickten Griff aus den gebratenen Tieren, die er seinen Gästen vorsetzte, und sammelte nur noch für sich. Seitdem hat er ein beachtenswertes Werk hervorgebracht. Eines Nachts träumte der Koch von einem Riesenvogel, dem er sein Brustbein herausoperieren wollte. Das gelang nicht. Er wusste, dass so große Vögel auf unserem Planeten nicht mehr existieren. Wie gern würde er Riesenbrustbeine verarbeiten? Er hatte eine famose Idee. Auf einem Inselmodell arrangierte er seine Objekte zu einem Skulpturenpark für die kleinen Leute. Nach Feierabend versetzte er sich immer wieder in die Perspektive der kleinen Leute und genoss die Monumentalität seiner Skulpturen. Eines Tages erschien er nicht mehr bei der Arbeit.